Das Wunder von Suhl. 4 Jahre ist es her, da gerieten zwei Suhler aneinander. Markus Adler, Mitglied der Feuerwehr, forderte seinen damaligen Arbeitskollegen Florian Dietz, Mitglied des Jugendclubs, heraus. Wir machen euch beim Fußball platt, meinte er. So spielten beide Mannschaften 2011 zum ersten Mal gegeneinander. Dreimal verlor die Feuerwehr. Dreimal in Folge musste Markus Adler in Strapsen bei der anschließenden Siegesfeier antreten. Jedes Jahr versuchten sich beide Mannschaften zu überbieten. Eigene Cheerleader, teure Mannschaftsbusse, Pressekonferenzen und dieses Jahr ein eigener Kanal auf YouTube. In der Solar Flimmerkiste heizten sich die gegnerischen Parteien vor dem Spiel wochenlang an. 2014 war das Jahr der Feuerwehr. Durch Verletzungen geschwächt, verlor der Jugendclub heuer mit 5:6. Das Wunder von Suhl. Markus Adler genoss sichtlich den Wetteinsatz von Florian Dietz. Dieser wusch mit zwei Teamkollegen in sehr aufreizendem Outfit den Kommandowagen der Feuerwehr. Die Siegerschale wechselte den Besitzer, doch nur vorübergehend. Da ist sich der Jugendclub sicher. Na dann, auf ein neues 2015.